Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Phoenix Wright Ace Attorney. So, wir waren hier stehen geblieben beim Verhör gegen diesen miesen Sack. Und du willst wirklich behaupten, du hast nichts mit dem Fälschen von Beweisen zu tun. Da spucke ich dir mal direkt in die Suppe. Denn was war hier mit dieser Liste, bitteschön? Bam! Sie behaupten also, sie hätten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt. Aber ich befürchte, dass sie sich, dass sich ihre Behauptung nicht halten lässt. Erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Liste. Das ist die Liste, auf die Emma Sky ihr Bild malte. Sie wurde in Ihrem Schreibtisch gefunden. Ob er uns jetzt einen Strick draus dreht, so nach dem Motto, ja, ich habe Ihnen das nicht übergeben, Sie haben also das gestohlen. Ich schätze mal ja. Ich bin gespannt. Nicht nur das. Ein Stück von dieser Vase aus Ihrem Büro. Wurde in Ihrem Tresor gefunden. Wo wurde sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant, diese Beweismittel, die in Ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür, dass Sie auch eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Polizeichef Gant, was soll das heißen? Oh, ein Strafverteidiger, der es sogar mit Worthy aufnimmt. Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung zu tun hatten? Wer, ich? Oder meinen Sie etwa Sie? Ich? Warum sollte ich etwas damit zu tun gehabt haben? Nun, Sie waren der Einzige, der in meinem Büro herumschlich, als Sie die Beweise fanden. Falsch. Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie? Strafverteidiger können das auch. Nicht wahr, Raito? Haha, wir haben mich jetzt wieder verteidigt. Wie auch immer, Inspektor Gumshoe war auch bei der Ermittlung dabei. Danke! Worthy, mein Junge. Nicht einmal Inspektoren sind vom Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Was? Wenn Gumshoes Gestalt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch zahlen. Oh je. Ja nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in Ihrem Büro gefunden wurden. Und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oh je, oh je. Heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man zwei und zwei zusammenzählt. Halt die Fresse und mach deinen Job. Beweise und Fälschung. Lassen Sie mich sehen, was war es noch? Ein Stück Vase und eine Liste? Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sachen in mein Büro bringen können. Die haben wir in deinem Büro gefunden. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Ach ja. Hilfe. Den Tatort zu verändern, hätte mir überhaupt nicht geholfen. Glaube ich nicht. Herr Wright. Ja, euer Ehren? Bei der Untersuchung des Tatorts hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen. Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Das wird ein Nachspiel haben. Oh. Ja, das habe ich auch schon befürchtet. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um Entschuldigung, aber könnten Sie damit bitte bis morgen warten? Heute ist, nun, wissen Sie, heute hatte meine Tante Geburtstag. Nein. Nun gut, Iggy. Als Gegenleistung aber. Ich weiß, ich muss einen Kuchen backen. Ich meine, am gleichen Ort, ja? Was? Hä? Sind das Telepathen oder wie? Keine Ahnung, ich habe nur rumgeblödelt, aber irgendwas wissen die wirklich schon, was sie dann machen werden. Egal. Wenn wir hochbringen können. Wir haben es da gefunden. Genau, Moment mal. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerlichen Anschuldigungen lassen würden. Die sind nicht lächerlich, leider. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, so etwas zu tun. Was? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte... Was?
Herr White, was erzählen Sie da? Ja eben, ich bin gerade auch verwirrt. Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass Sie die Beweise nicht hinbrachten, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Später? Wovon reden Sie? Wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn sie in meinem Tresor gefunden werden, war Ihre Ermittlung illegal. Ich habe noch nie einen so schleimigen Typen erlebt. Naja, stimmt nicht ganz. Wenn wir so an den zweiten Fall zurückdenken mit diesem Widerling, der immer fabelhaft oder sowas gesagt hat. Oder, keine Ahnung, der immer seine Ringe vorgezeigt hat und dann dieses Glitzerbling-Bling war, wo ich auch dachte, ach du Scheiße. Also der war auch nicht wirklich besser, aber egal. Dieser Fall liegt lange in der Vergangenheit. Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch natürlich. Aber nehmen Sie mal an, ich hätte die Sachen in meinen Tresor getan. So etwas würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Wenn das Verstecken von Beweisen vom Tatort nicht Fälschung bedeutet. Ich bin noch nicht fertig, Herr Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Es ist nicht wertlos, weil es jetzt damit zu tun hat irgendwie. Wollen Sie damit sagen, dass dieses Stück der Vase bei der Ermittlung nicht gefunden wurde? Anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Ja, weil du sie manipuliert hast, du Sackgesicht. Möglicherweise wurde es am Tag nach Darks Verurteilung gefunden. Oh, wäre das nicht praktisch? Right. Was? Der Polizeichef spricht von einer Möglichkeit. Solange sie es nicht ausschließen, sind ihre Bemerkungen, egal wie clever sie sind, reine Zeitverschwendung. Ja schon, aber... Ja, hast du ja irgendwie recht, na gut. Sagen Sie mir etwas, das ich nicht weiß. Kommen Sie, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Wie können Sie mir ins Auge blicken und so etwas sagen? Weil ich unschuldig bin. Glaube ich nicht. Erinnern Sie sich? Wer hat Neil ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt. Das stimmt. Aber letztendlich ist die für Herr Marshalls bedauerlichen Tod verantwortliche Person Emma Sky. Leider, aber es war ein Unfall. Nun, sehen Sie es jetzt? Meine Stimme ist irgendwie belegt und ich weiß gar nicht warum. Wirklich, Polizeichef Gant? Zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen. Oh, das war mir nicht bewusst. Was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten, Polizeichef. Oh! Die Lösung des Falls SL9 garantierte Ihre Beförderung zum Polizeichef. Das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Ho, ho, ho! Oh! Das war gut! Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Ja! Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Fall hatte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SL9 beschleunigte das Unvermeidbare ein wenig. Stimmt das, Edgeworth? Ja, er sollte sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Ah! Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen. Oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur ein mögliches Motiv für Sie gab, Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten, haben Sie es für jemand anderes getan. Ha. Seien Sie nicht albern, Worthy. Sie kennen mich besser. Es gibt nur drei Personen, die mir etwas bedeuten. Ich und nochmal ich. Du Sackgesicht. Nun, jetzt wissen wir es alle. Edgy, dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich, tun Sie es.
Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht irgendetwas dabei rausspringt. Ja, und wer sagt, dass nichts dabei für dich rausspringt? Für sie sprang nichts raus? Entschuldigung, aber die einzige Person, die mir was bedeutet, bin ich. Das Mädchen, Lanas kleine Schwester, richtig? Wenn sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren sie sich. Sie haben recht. Sie haben kein Mitleid. Hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten, so wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen sie es wohl nicht so genau. Ho, ho, ho! Der war gut, Worthy! Ha. Hätte für ihn was rausspringen können? Hätte er trotz seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Ich denke schon. Was ist mit meiner Stimme heute los? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hatte die letzten paar Tage ein bisschen zu viel gesungen und deswegen dann erstmal Probleme gehabt mit meiner Stimme, aber ich habe mich danach eigentlich geschont und wenig geredet und gar nicht mehr gesungen auch, außer heute jetzt erst wieder, deswegen müsste wieder alles okay sein. Komplize nennen. Es ist wahr, sie würden keinem Menschen um seinetwillen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten, würden sie vielleicht jemandem helfen. Herr Wright, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der den Leuten hilft. Dem kann ich nicht zustimmen. Das meinte ich eigentlich nicht. Nun gut, ich frage Sie. Wem würde Polizeichef Gant Ihrer Meinung nach beim Fälschen von Beweisen helfen? Nein, nicht du. Hier, Schwesterchen. Generalstaatsanwältin Lana Sky, die Angeklagte? Ich denke ihr... In Anbetracht der Tatsachen ist das ziemlich offensichtlich. Emma Sky wurde Opfer einer Reihe unglücklicher Zufälle. Wer außer ihrer Schwester Lana hätte ihr helfen wollen? Und Polizeichef Gant hätte auch einen Grund gehabt, Lana zu helfen, wenn sie ihn darum bat. Der Grund ist natürlich Eigengewinn. Eigengewinn? Was meinen Sie damit? Nachdem der Fall SL9 gelöst war, wurde Lana Sky Generalstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft. Die Person, die diesen Stellenwechsel arrangierte, waren Sie, Polizeichef Gant. Aber wie würde er von all dem profitieren? Er hätte die Generalstaatsanwältin wie eine Puppe in der Hand. Dadurch hätte er uneingeschränkte Befugnis bei allen Ermittlungen. Wollen Sie damit sagen, dass der Polizeichef trotz seiner eindrucksvollen Erscheinung mit Puppen spielt? Wenn ich gerade Facecam an hätte, ne? Ihr würdet sehen, dass ich mir gerade einfach nur an den Kopf fasse. Das ist so dumm. Dieser Richter. Edgy, was läuft falsch mit dir? Oh Gott, ich kann meinen Kopf gar nicht mehr von meiner Hand lösen. Das ist... Oh. Es tut so weh. Wirklich, es tut so unglaublich weh, diese Dummheit. Ah. Deswegen auch dieses Geräusch dabei. Bling. Oh, warten Sie. Sie meinen wohl Puppe im Sinne von über jemanden bestimmen. Schon gut. Ja. Geben Sie es zu, Polizeichef. Sie helfen Lana Sky dabei, Beweise zu fälschen. Ihr Motiv. Lanas Ernennung zur Generalstaatsanwältin. So, dass Sie sie kontrollieren konnten. Righto, mein Junge. Sie haben eine blühende Fantasie. Ich möchte Sie gerne was fragen. Was? Können Sie das beweisen, dass ich Lana kontrollierte? Sagt Lana beispielsweise, ich hätte so etwas getan? Ja. Lana. Sie sagt nichts, um Emma zu beschützen. Sie würde niemals gegen Gant aussagen. Ich befürchte, ohne Beweise sind das alles nur Mutmaßungen. Außer... Es war auch in diesem Vorfall so. Dieser Vorfall? Welchen meinen Sie? Dass er sie auch jetzt in der Hand hat und kontrolliert, du Idiot. Ich meine natürlich den Mord an Inspektor Bruce Goodman.
Die Generalstaatsanwältin hat sich während des ganzen Prozesses seltsam verhalten. Hm. Fast als ob sie jemand kontrolliert hätte. Wolfie, passen Sie lieber auf, was Sie sagen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Junge, das auch noch vor Gericht zu sagen, das ist eine offenkundige Drohung. Was soll das bedeuten? Ja, eben. Es bedeutet, Euer Ehren, dass Polizeichef Gant in den Mord an Inspektor Goodman verwickelt ist. Nicht nur das. Der Polizeichef hängt Lana den Mord an, um seine eigene Beteiligung zu vertuschen. Was? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ich sagte Ruhe! Herr Wright, Sie meinen das nicht im Ernst! Hä? Doch natürlich. Das ist eine Beleidigung des ranghöchsten Beamten der hiesigen Polizeibehörde. Den Polizeichef der Erpressung und des Mordes zu beschuldigen. Das ist unmöglich! Nein, es ist nicht. Und ich werde es beweisen. Euer Ehren, ich habe nur wiederholt, was Edgeworth sagte, in einfacheren Worten. Bitte fall mir jetzt nicht in den Rücken. Zu spät, Herr Wright. Ach komm. Was los? Für uns gibt es jetzt kein Zurück mehr. Man könnte meinen, er hätte entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Ja, das war mir schon länger klar, aber okay. Können Sie das beweisen, Herr Wright? Das weiß ich nicht, aber ich speichere jetzt erstmal. Das kann ich dir sagen, dass ich dazu bereit bin. Was sagt der Part? Ja, okay, aber ich gucke erst nochmal ganz kurz. Ob ich das jetzt direkt beweisen kann oder ob ich dann in die Lösung gucken muss, dann ist es für den Part Ende besser geeignet. Dass der Polizeichef ein ranghoher Polizeibeamter in den Mord verwickelt ist? Gute Frage. Trotz seines Rangs oder Titels ist Polizeichef Gant auch nur ein Mensch. Richtig. Die Frage ist nur, ist er ein Verbrecher? Ich denke, das zeigen uns die Beweise. Ich verstehe. Also nun gut. Zeigen Sie den Beweis, der Polizeichef Gant mit dem Mord an Goodman verbindet. Danke, dann speichere ich jetzt hier nochmal, weil jetzt sind die Ausrufezeichen auch schon zu sehen. Das heißt, jetzt kommt wirklich die Entscheidung. Okay. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir da direkt was finden. Aber Lana hat ja schon was gesagt gehabt, tatsächlich. Deswegen... Denken Sie dran, er sollte besser gut sein. Ja, ja. Keine Sorge, das ist mir schon klar. Etwas, das zeigt, dass er in den Mord verwickelt war. Ich meine, das Einzige, was wir noch nicht vorgezeigt haben, war tatsächlich sogar das hier. Aber ganz Tresor gefunden ist natürlich illegal, ne? Beweis für etwas, aber was? Mit Fingerabdrücken von Ema. Aber warum sollte er das in seinem Beweisschrank versteckt? Es könnte dieser Lappen sein. Nils Autopsiebericht. Rücken, Herz gestochen, tot, bla bla bla. Ja, aber... Da ist es nicht klar hervorzugehen, dass es die Statue auch in seinem Büro war. Darkmoor, aufgeklärt vor 2 Jahren, bla bla. Naja, aber das ist ja nur Arbeit. Es ist nicht so wichtig, glaube ich. Ich habe das Gefühl einfach, dass es der Lappen ist. Komm, präsentieren wir mal. Nun, Polizeichef. Solange Herr Wright mit Dingen ungeachtet ihrer Bedeutung um sich wirft, würden Sie mir auch erlauben, etwas zu werfen, Edgy? Dieser Schuh wäre sehr geeignet. Ich werfe ihn mitten in Ihr Gesicht. Danke. Sie haben schon immer gern Scherze gemacht, nicht wahr? Ups, anscheinend habe ich mich geirrt. Fuck. Keine Ups mit mir oder der nächste Schuh fliegt. Ich weiß, es ist schwer, den Durchblick zu haben nach all den Geschehnissen im Prozess. Aber versuchen Sie sich zu erinnern, was vor 4 Tagen im Beweisraum stattfand. Ach so, natürlich. Stimmt ja, wir haben bei den gestrigen Ermittlungen was herausgefunden. Etwas, das beweist, dass Gant den Raum betreten hat. Sieht so aus, als wollte er einen Ihrer Schuhe, Urgy. Nein. Ich verstehe. Also nun gut, zeigen Sie uns bla bla bla.
Ja. Dann weiß ich es jetzt aber, glaube ich. Dann müsste es ja die Vase sein. Hat trotzdem mit dem Tuch auch zu tun, aber egal. Dann muss es das sein. Oder? Was? Das ist es doch nicht? Aber das ist doch jetzt gerade... Ich habe doch gerade diesen Tipp bekommen, dass es vom Beweisraum jetzt war. Und das wurde doch im Beweisraum gefunden, die kaputte Vase. Deswegen, ja, keine Ups mit mir. Du mich auch, ey. Das Gant den Raum betreten hat. War es das Fingerabdruckpulver? Fragezeichen. Was war der Handschuh eigentlich nochmal? SL9, sehr dünner Gummihandschuh. Nee, nee. Sonst hätte man ja den zweiten vielleicht auch da gefunden. Deswegen, ich glaube, hier ist es tatsächlich nichts. Dann war es, glaube ich, das Pulverchen. Kann das sein? Nein, doch nicht. Scheiße. Ich bin verwirrt. Gut, dass ich den Part noch nicht beendet hatte. Ich muss gleich echt in die Lösung gucken. Bei den gestrigen Ermittlungen etwas, das beweist, dass er im Beweisraum war, quasi. Irgendwas, was ihn mit dem Mord verbindet. Ich weiß es doch nicht. Oder war es wieder die Beweisliste, weil er ja was vertuscht hat? Versuch's mal. Ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren. Nein, war natürlich falsch. Okay. Alles klar, alles klar. La la la. Wunderbar. Oder war es doch sogar der Gummihandschuh? Ich sehe jetzt gerade irgendwie alles in der Wirkung. Ich habe keine Ahnung. Was beweist denn das? Ungelogen. Oder ist hier das Messer oder sowas? Oder seine Statue? Obwohl, seine Statue habe ich ja nicht mal hier. Oder ist es der Blue Badger? Was steht hier jetzt dazu? Tanzte angeblich zur Mordzeit im Beweisraum des Reviers. Könnte sein. Blue Badger? Nein, war natürlich falsch. Ja, okay. Das reicht. Das Gericht sieht keinen Grund, für Verfahren zu setzen. Die Verteidigung hat keine triftigen Gründe, die der Anklage anzuschalten. Ich bin der Anklage des Geld für schuldig. Bla 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 bla. Ich sage niemals bla bla bla. Tschüss. Und Tür zu. Tschö. Ja gut, dann schaue ich mal in die Lösung, weil ich habe gerade echt keine Ahnung. Schalalalala. Ich weiß es gerade echt nicht. Es könnte alles Mögliche sein. Also mal ganz ehrlich, der Lappen hätte voll Sinn gemacht, sowohl auch wie die Vase, weil die wurde ja kaputt schließlich im Beweisraum gefunden und eine der Scherben war aber bei ihm im Tresor, deswegen what the fuck. Und es wurde ja etwas Blut da weggewischt von der Vase, deswegen dieser Lappen auch und sowas, ne? Und die Beweisliste, die er gefälscht hat, es hätte alles irgendwie Sinn gemacht, aber das ganz Richtige habe ich irgendwie jetzt halt nicht gefunden, deswegen schade drum. Aber ich habe ja wenigstens die Möglichkeit nachzugucken, was schon mal ein riesen Vorteil ist. Sonst müsste ich echt hier immer alles ausprobieren, bis ich mal irgendwann zur Lösung komme. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Und ja, gut. Wir sehen uns hier im nächsten Part wieder, ihr Lieben, würde ich sagen. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch allen fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ich hoffe, meine Stimme kriegt sich mal vor allem wieder ein. Das ist ja ekelhaft. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.